Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute ist wieder unser Projekt Hyundai i30N. Ja, nochmal vielen Dank an die Torpedo-Gruppe. Ja, muss ich ein bisschen loben für die Kooperation. Und ich bin selber gespannt, was wir aus dem Auto zaubern. Wir machen bei dem Auto zuerst so einen kleinen Add-ons. Das heißt, so Spoilerlippe, alles so, was drauf und dran kann. Ja, also nichts mit rausschneiden, also etc. Ja, ich habe schon was vorbereitet. Und zwar, jetzt mache ich wieder, wie auch in anderen Videos, lasse ich einen Film laufen. Und gleich sprechen wir darüber. Deswegen müsst ihr das Video nicht stoppen. Ja? Kannst du den Bildschirm ein Stück drehen? Ja, perfekt. So, also, der Hyundai i30N sieht so aus. Film ab. Alles Serie, finde ich nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ja. So, also das war jetzt ein Serien i30N, ja, in 3D. Dann nehmen wir einmal die Version von uns ganz kurz. Schon okay. Ne? Und einmal die Version Hardcore. Sag's los, Jason. Ich wollte fragen, ob du mir helfen kannst. Schaut mal, wir haben heute. Morgen. Wir haben jetzt hier Osterferien und mein Sohn Jason hilft. So, weiter geht's. Kurze Unterbrechung hier. Bitte nicht stoppen. Ich werde das gleich das Video selber stoppen. Ja. Und besprechen wir das. Also genießt das wirklich. Jetzt kommt. So, wie hat's gefallen? Schreib einen Kommentar. So arbeiten wir bei Prior Design, also hier bei uns im Unternehmen. Wir scannen die Autos, zeichnen in 3D solche Projekte, Fräsdateien fräsen oder machen manche Projekte auch, sag mal, die sehr kompliziert sind, per Hand. Ja. Ist einfacher und günstiger für uns, weil manche Werkzeuge in CNC fräsen, die liegen weit über 100.000 Euro für eine Frontstoßstange zum Beispiel. Also für eine Frontstoßstange, wenn die wirklich mit einer Frontspoilerlippe und vielleicht ein paar Cuprings und so weiter, da liegt man ungefähr bei 100.000 Euro. Ja? Nur zur Information. Wenn man eine Firma beauftragt, dass die quasi in Aluminium fräsen, und das ist sehr teuer, dann müssen wir, weiß ich, wie viele Kits verkaufen oder direkt an die Industrie liefern. Das ist auch möglich natürlich. Dann geht's. Wir können produzieren aus PU, ABS-Kunststoff, Carbon und GFK. Ja, alles hat einen Vorteil und einen Nachteil. Die ABS-Bodykits, die es aktuell für den i30N gibt, die sind designtechnisch sehr, sehr, sehr beschränkt, ja, was ich nicht schön finde. Schade, dass jetzt Corona-Zeit ist, sonst hätten wir euch gezeigt, wie wir das in ABS produzieren. Aus ABS, finde ich, kann man so Kleinigkeiten produzieren. Ja, oder für die Industrie, aber so Bodykits technisch ist das meine Meinung nicht. Ja, ich finde das überhaupt nicht gut, weil die Sachen sind sehr hart. Ja, wenn man irgendwo antitscht, sind die weg, also kaputt, zerbrechen komplett. Ja, das kann jeder bestätigen, der da so einen ABS-Spoiler dran hatte. Weil das Problem ist, wie wird ein Teil aus ABS produziert? Guck mal hier, mein Engelchen. Guck mal, wie sich freut. Die macht das immer. Das ist 30 Sekunden, dann ist sie weg. Naja, da wird oben, quasi unten das Werkzeug hingelegt, ne, in diese Maschine.
Man muss es vorstellen, so wie soll ich sagen, wie so ein Würfel. Wie eine Vitrine quasi oder wie ein Aquarium auch. Wie ein Aquarium. Unten am Aquarium legst du quasi das Werkzeug. Oben spannst du die Platte in so eine Führung und dann wird quasi mit Feuer erhitzt, mit der Hitze. Wird das erhitzt und dann wird die Platte sehr, sehr, sehr weich. Ja? Dann geht die runter und wird natürlich unter Vakuum auch so ein bisschen weggezogen und quasi geht über das ganze Werkzeug so rüber. Also man kann Teile auch bauen, die nur quasi so aussehen. Zum Beispiel in der Frontspurlippe, wenn man von der Seite jetzt guckt, ne, kann man nicht so bauen, ja, dass die auch so entsprechende Stabilität hat, sondern einfach man baut nur so und so. Ja, minimal, also kann man vielleicht 2 mm Radius machen, also wirklich so ganz wenig. Ja, auch bei Diffusoren, alles kann man nur von oben machen. Bei ABS kann man keine Hinterschnitte machen und so weiter. Viele Firmen bauen auch zum Beispiel Bodykits und dann schweißen die von hinten quasi was dazu. Ja, weiß ich nicht, ich mag das nicht. Also ich bin ehrlich, ich möchte jetzt keiner Firma hier schlecht machen oder sonstiges, nur das ist nicht meins. Deshalb sieht es auch immer so scharfkantig aus, ne? Wenn jetzt zum Beispiel ein Diffusor ist, der unten dann aufhört gerade. Dann ist das nicht fertig. Also ich finde persönlich, das ist nicht fertig. Wenn man nah steht, okay, wenn man ein Stückchen weiter weg geht vom Auto, ist das wirklich nichts. Ja? Was noch gibt, es gibt viele Bodykit-Hersteller, die machen die aus ABS und die nehmen gebrauchte Platten. Das heißt gebraucht, was heißt gebraucht? Recyclingplatten. Das sind quasi, wenn wir einen Spoiler produzieren, also eine große Platte, ja, zum Beispiel ein Spoiler, da bleibt ja viel über. Das wird zerschreddert, ja, zerschmolzen und wieder neue Platten hergestellt. Dieser qualitativ auch noch dazu nicht gut. Wie gesagt, ich möchte niemanden mehr schlecht machen, aber meins ist das nicht. So, zurück zum Projekt. Ja, wir werden für den Hyundai i30N Sachen aus Glasfaser, Duraflex herstellen oder aus Carbon, also wahlweise. Ja. Wir werden die Werkzeuge so bauen, dass der Kunde entscheiden kann, ich möchte ein GFK-Teil oder ein Carbon-Teil. Ja. Und falls die Industrie irgendwann Interesse hat, können wir in PU bauen. Das ist natürlich die höchste Qualität, aber die teuersten Werkzeuge. Ja. Da muss man schon wirklich ein paar hundert Stück verkaufen, damit sich die ganze Geschichte lohnt. So sieht's aus. Jetzt gehen wir hier. Das ist die Breitbauversion. Ja. Wir haben die Lippe so ein bisschen nach vorne gezogen, dass er so ein bisschen mehr Sportlichkeit bekommt. Dann hier, ich persönlich finde das sehr schön, eine Strebe, dass der Luft dann also ein bisschen unterteilt wird. Guck mal, die Strebe. Und hier, was sagt ihr? Ich finde das, was sagst du? Doch. Sieht sehr markant aus, ne? Sehr markant, sehr kantig, ja. Ich finde das Auto sehr, sehr bullig auch, ne? Mach den unten rum nochmal ein bisschen breiter, ne? Auch. Ja, also ich finde das Auto wirklich schön, aber ist ein bisschen zu schmal. Ich weiß, ich bin verrückt. Ich bin der Mr. Whitebody, nennen mich viele. So ist der Original. Ich finde das auch schön, dass er immer noch rot abgesetzt ist. Ja, oder wird. Kann man auch schön bauen, das ist kein Problem. Und dann Breitbau. An den Schwellern, glaube ich, müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Die sind mir zu einfach. Zu eckig aufgesetzt, ne? Ja, das finde ich schön, dass das Luftanlass hier ist. Aber ich glaube, ich würde diese Schweller austauschen. Also die Endschweller ganz raus und hier was anderes. Weil die sind, die beschränken das ganze Design. Also ich kann mich besser austoben, wenn wir quasi den ganzen Seitenschweller bauen, als wenn wir so eine Schwellerlippe bauen. Ne? So einen kleinen Diffusor. Ne? Das ist erstmal ein Bodykit. Wir gucken, wie das sich ich sag mal, in dem Markt etabliert. Ja, wenn das wirklich gut ankommt, machen wir ein Kit mit den ganzen Stoßstangen. Also verändern wir den kompletten Stoßstangen. Was mir auch noch nicht gefällt bei Hyundai, muss ich mal sagen, das hier. Weil, wenn hinten zum Beispiel beim Regen, das wirbelt sich alles auf und das ist, guck mal, das ist so abgehackt. Wir werden hier quasi so einen Aufsatz bauen, was hier so leicht ausgeschnitten ist. Ja? Und dass das quasi eine Fläche ist. Ich glaube, das bekommt er, dann bekommt der Hyundai eine ganz andere Optik hinten. Ja? Schmal, breit. So sieht die Original aus, so von uns. Also quasi so schöne Rahmen. Ja? Macht das Auto etwas, finde ich persönlich, sportlicher. Ja? Hier, wenn wir solche Rahmen bauen. Das kann man hier sehen, diese Rahmen. Ja, und
die sind Carpooling. Ja, das siehst du jetzt schlecht, weil der von einem, auch hier ist es ein bisschen besser. Ja, ja, so Lippe. Und die wird natürlich sehr schön abgerundet und so weiter und so fort. Viele haben auch geschrieben, ja, das Kind wird man sich nicht leisten können und so weiter. Unter dem Video von unserem Hyundai. Stimmt nicht. Also ich werde bei dem Auto wirklich sehr knapp kalkulieren. Was man beachten muss, die Kids, die wir hier bauen, kommen aus Deutschland. Natürlich verdient ein Mitarbeiter um das Vielfache mehr als einer aus dem Osten. Natürlich können wir jetzt keine Lippe, so eine Lippe in Deutschland herzustellen, die wirklich abgerundet ist und alles perfekt. Die kann keine 100 Euro kosten, das funktioniert nicht. Ja. Aber ich denke mal, das ganze Kit wird schon bezahlbar sein. Ja, also ich schätze mal, das ganze Kit jetzt quasi als Nicht-Widebody vielleicht so um 1,6, 1,9, 2. Also bis 2000 komplett. Ich meine, das sind ja ganz viele Teile, ne? Cupwings, die Rahmen, Frontspoilerlippe, beide Schweller, beide Cupwings, diese Dinger auf dem Kotflügel und der Heckdiffusor, ja, kommt auch noch dazu. Also man muss, ob der, ja, der ist auch 1, 2, 3-teilig, beziehungsweise 5-teilig, weil die andere Seite muss man auch noch berechnen. Deswegen, das sind auch viele Teile, die man bekommt. Na, so schaut's aus. Manchmal sind so Kleinigkeiten, guck mal hier. Achte mal auf dieses Teil. Ja. Siehst du? Ob das eine kleine Kante sein soll oder nicht, oder glatt. Deswegen sehe ich das vorher. Machen wir die ganzen Designs. Die meisten Tuner machen sich nicht einfach einen riesen Aufwand, dass die sagen, okay, ich kann das Auto drehen, wenden, von oben, von unten sehen und so weiter. Bei sehr vielen ist ja so, das Konzept, ja, Auto oder die Designstudie ist super, ja, aber am Ende denkst du mal, dass es nicht das gleiche Body geht, wie die präsentiert haben. Oft, wirklich sehr oft. Ne? Wieder das, was mich stört. Und so ein Teil zum Beispiel kannst du nicht aus ABS bauen, ja? Weil das muss quasi ein geschlossenes Teil sein. Das kann nicht einfach nur, weil ihr müsst vorstellen, dieses ABS-Ding ist einfach nur so, ja? Also geklebt und so weiter, das funktioniert nicht. Ja? Viele machen das, aber das sind nicht Teile, die so einem Hyundai i30N würdig sind. Meiner Meinung nach. Meine Meinung, bitte nicht hier ausflippen bei den Kommentaren. Das ist nur einfach absolut meine Meinung. Weil wenn wir uns entschieden haben, den Hyundai umzubauen, dann soll es so sein, ob das ein Ferrari ist oder ein Hyundai. Ja. Dass die Qualität soll gut sein. Ja. Ich finde das sehr schön. Warte, wenn das Video kommt. Ich versuche zu stoppen. Ich war eine Sekunde zu spät. Guck mal, das sind quasi so Rahmen. Ja, hier kann man sehen, hier kann man sehen. Guck mal, die Cupwings, die hinkommen. Achtung. Siehst du? Dann die Frontspoilerlippe. Ja. So, also die Dinger auf jeden Fall auch sehr, 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 sehr schön. Das ist nur angedeutet, ja, der Luftanlass. Aber ich glaube, wir machen auch noch eine Version, wo wir den ganzen Kotflügel bauen. Ja, mit einem schönen Luftanlass oder sowas. Ja, vielleicht sogar ein Stück breiter. Stück breiter. Für die Leute, die auch jetzt im i30N schon mit Luftfahrwerk fahren und so. Ja, na, kann man machen, ja. Du hast recht. Ja, also ein Heckdiffusor kommt da oben drauf. Ich lass laufen. Ich bin zu spät. Zum Beispiel so ein Heckspoiler, ja. Sowas. Gibt es schon so ähnliche, aber. Die sind, wie gesagt, von einer Seite nur glatt, von der anderen Seite sind die so, fand ich nicht schön. Also lasst euch überraschen, was wir da zaubern. Ja, ich möchte jetzt nicht zu viel sagen, zu viel verraten. Ja, ich bin selber überrascht, was am Ende rauskommt und ja, seid ihr auch. Schreibt einfach Kommentare, wie gefällt euch das Bodykit, Widebody, nicht Widebody. Ja, ich höre mir auch gerne die Ideen an oder ich lese mir die gerne auch von euch. Ich bin so ein Typ, der nie auslernt. Ja, also wenn irgendeiner was mir zuschickt oder was sagt, dann höre ich mir das gerne an und gucke mir das auch gerne
an, damit, weil nur so kann ich besser werden und stärker. Ne? Weil nicht nur ich habe gute Ideen, sondern auch viele, viele, viele von euch da draußen auch. So, das war's hier von mir, Oskar Blindwort mit dem Hyundai i30N. Lasst euch überraschen, wir werden quasi die ganze Entwicklung vom Scannen, Modellbau, Formbau, alles Mögliche hier zeigen. Begleitet uns mit, abonniert mich und ja, empfiehlt mich weiter. Ich würde mich freuen, je größer der YouTube-Channel wird, desto mehr können wir auch zeigen und so weiter. Ja, weil sich viele beschweren auch, dass wir zu wenig zeigen, also detailliert und so weiter. Aber da ich der Geschäftsführer bin hier vom Prior Design, muss ich auch viel, viel, viel Büroarbeit machen. Ja, ist nicht nur leider, sage ich. Ich bin auch so ein Action-Typ. Deswegen sage ich leider, habe ich nicht so viel Zeit für die Videos. Ich nehme mir wirklich so viel Zeit wie möglich. Ja, ich beantworte auch viele Kommentare. Ja, und versuche wirklich alle sogar zu beantworten. Wenn ich mich entschieden habe, YouTube zu machen, versuche ich das wirklich so gut wie möglich zu machen. Ja, so bin ich. So, das war's hier. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.